Inseln sind übersichtliches Gelände. Man kann sehen, wo eine Insel anfängt, man kann sehen, wo sie aufhört. Und das hat es ja mit einer Geschichte gemeinsam. Eine gute Geschichte fängt an und hört auf und hat einen Mittelpunkt, einen Höhepunkt. Inseln sind sehr ähnlich. Insofern ähneln sich Geschichten und Inseln. Ich bin ja von 0 bis 16 Bewohner der Insel Helgoland gewesen, sehr intensiver Bewohner. Ich habe dort das Leben erlernt auf dieser kleinen Insel und das prägt sich ja ein, das verliert man nie. Der Helgoländer oder über den Idealinsulaner. Was ein Helgoländer ist, das ist schwierig zu ergründen und mit Logik nur und List nach und nach herauszufinden. Wer das Meer liebt und den Wind und die steilen Klippenränder, die so karg bewachsen sind, ist noch lang kein Helgoländer. Aber wer die Freiheit liebt, wer das Maß liebt und die Mitte, jedermann das Seine gibt, freundlich nach gewohnter Sitte, wer die Menschen menschlich sieht, ohne Orden und Gewänder, weder Gott noch Menschen flieht, ist ein Muster-Helgoländer. Und wie würdest du sagen, ist der Helgoländer? Schwierig. Sehr humorvoll, finde ich. Sehr eigenwillig. Aber sympathisch. Aber schon, ich glaube, kein einfacher Menschenschlag. Wir sitzen jetzt hier in der James-Krüss-Hummer-Bude, die zum Museumshof des Nordseemuseums Helgoland gehört. Es sind zwei kleine nachgebaute Hummerbuden sozusagen. Und wir sind dabei, diese beiden zu einem kleinen Krüss-Museum auszubauen und einzurichten. Eitel war in dem einzigen Punkt, er hätte, und darauf machte er mich auch aufmerksam, den sogenannten friesischen Unterbiss. Ja, das hätten die Friesen so an sich. Und zwar, der Unterkiefer musste ein kleines bisschen zurückliegen. Die unteren Zähne mussten weit oben.